Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ottos Wohnzimmer hat wieder zwei sehr interessante Gäste und ich freue mich sehr, dass zwei Herren heute, wir machen heute Männerwirtschaft, meine Gäste sind Peter Lackner, Geschäftsführer von der Wobau. Wobau ist die städtische Wohnungsgesellschaft, einer der größten in Sachsen-Anhalt, oder die größte in Sachsen-Anhalt, darf man so sagen. Über 20.000 Wohnungen verwalten sie. Und Jan-Christian Becker ist der quasi neue, ist nicht mehr so neu, der Geschäftsführer der Schubert-Helme, Schubert GmbH. Ist das richtig, Schubert GmbH? Schubert GmbH ist richtig. Genau, aber früher bekannt als Schubert-Helme, weltweit führend und jetzt in Magdeburg zu Hause. Sie beide haben eine Gemeinsamkeit, was Sie noch nicht so richtig wissen. Sie sind in Gütersloh geboren, wenn ich richtig weiß, und Sie sind ein Niedersachsen, also in Celle geboren, eine der schönsten Städte, was wir in Deutschland haben. Aber Sie haben nach der Wende sind Sie Magdeburg geworden und dann sind Sie jahrelang nach Minden gefahren. Und Gütersloh und Minden ist Bielefeld in der Mitte sozusagen, also ganz nah beieinander, also schon eine kleine Gemeinsamkeit. Wie kam es dazu, dass Sie nach der Wende hier nach Magdeburg gekommen sind? Ja, eigentlich ist es relativ einfach zu erklären. Ich wollte eigentlich mal Physik studieren und das in Hamburg. Und wer heute eine Wohnung in Hamburg haben möchte, wird das gleiche erleben, was ich vor 25 Jahren in Hamburg erlebt habe. Es war einfach keine Wohnung zu bekommen. Und dann kam tatsächlich auch die Wende. Und hier, sage ich mal, bin ich dann umgeschwenkt von Physik auf Bauingenieurwesen, was auch viel Physik dabei hat mit Statik. Und dann hatte ich auch durch viel Glück, sage ich mal, die richtige Frau kennengelernt zur richtigen Zeit. Das, ja, ist, auch eine Magdeburg, eine das ist immer gut, ja. Eine geborene Magdeburgerin. Und dann, sage ich mal, waren die Zukunftspläne für Magdeburg. War auch einer der ersten Weststudenten, wenn ich das mal so sagen darf, an der Fachhochschule in Magdeburg. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Ne? Wie das Leben so spielt. Ne? Und Sie sind jetzt Magdeburger geworden. Können Sie so sagen, wenn Sie woanders sind, sagen Sie, ich komme aus Celle oder ich komme aus Magdeburg? Nein, ich komme aus Magdeburg. Ich sage mal so, ich bin ja auch mehr Magdeburger in meinem ganzen Leben als was anderes. Ja? Weil ich bin 25 Jahre mittlerweile hier. Ich war einer der ersten wohl, die selbst vor der Wiedervereinigung, ja, also vor der Währungsunion, schon hier war, 89. Und habe ja hier dann relativ schnell meine Wurzeln gefunden. Ja. Die größte Wohnungsgesellschaft Sachsen-Anhalt, darf man so sagen, ist... Ja, das ist auch. Also wir sind jetzt noch, sage ich mal, um ungefähr 2000 Wohnungen größer als Halle. Ja. Immer gut. Wie in den Einwohnerzahlen auch. Also ja. Wir versuchen es auch zu halten, aber ja. Es wird natürlich immer knapper. Ne? Was ist das für ein Gefühl, so ein Unternehmen zu führen? Sie sind zwar der neue Geschäftsführer in Anführungszeichen, aber Sie gehören zu dem Unternehmen schon sehr lange. Also Sie arbeiten schon bei der Wobau viele Jahre, Sie haben leitende Positionen dort gehabt und auch viel umgesetzt, viel beeinflusst. Wie kam es dazu? Ja, ich kenne ja die Wobau schon sehr lange. Ich habe ja zuerst in so einem Ingenieurbüro gearbeitet, sehr viele, sage ich mal, Kasernen erneuert. Dann wurde ich ja Projektentwickler bei der Wobau und habe ja die viele Sanierungen geleitet, auch alle Häuser, die jetzt im Breiten Weg stehen und einige andere wie Regierungsstraße. Dann war ich ja Geschäftsführungsassistent und Leiter der Unternehmensentwicklung, war aber dann an einem Punkt, wo ich mich ja beruflich nicht weiterentwickeln konnte, weil die Geschäftsführungspositionen ja besetzt waren. Bin dann in Minden Vorstand geworden, war 10 Jahre in Minden als Vorstand. Aber weiterhin in Magdeburg gelebt? Aber weiterhin als Magdeburg gelebt. Meine Kinder sind zwischenzeitlich ja geboren, die sind ja in Magdeburg geboren, gehen hier auch zur Schule. Beide noch, eine auf dem Scholl-Gymnasium, eine auf dem Dom-Gymnasium. Und also Magdeburg ist ja also die familiäre Heimat geworden. Ne? Und das ist, das muss man auch wirklich sagen. Ich habe in Magdeburg auch eine Stadt gefunden, die in vielen Punkten ja, sich also so schön auch entwickelt hat. Sie war immer schon schön, hatte immer schon eine schöne Strukturen mit dem Fluss in der Mitte, was zum Beispiel Bielefeld jetzt nicht hat. Ja? Aber sie hat sich auch in den letzten Jahren unheimlich entwickelt, dass man eigentlich immer mehr sage ich mal, auf diese Stadt ja auch stolz sein kann. Und man sieht die Weiterentwicklung förmlich, wobei man bei anderen Städten diese Weiterentwicklung nicht sieht, sondern sieht man oftmals einen Stillstand. Ein bisschen die Zeit zurückgeblieben ist, stehen geblieben ist. Wir sind gerade in ein Gebäude, was Sie auch selber
mitverantworten, darf man so sagen. Sie waren von Anfang an dabei, also Katharinenturm. Wenn Sie jetzt hier sitzen können, wir haben uns vor 3 Jahren, glaube ich, jetzt, oder 4 Jahren waren das hier auf der Baustelle getroffen und wir haben hier auf der Baustelle auch eine Sendung gedreht. Ja. Und Sie waren hier mit einem Bauhelm und Sie haben noch die Pläne umgesetzt. Wie ist es, wenn man jetzt hier sitzen darf und man sieht, was daraus geworden ist, diese Fassade, was ein Unikum ist hier in Magdeburg? Ja, also es ist ja für uns also als Bauingenieur, ne, das ist immer so, man lebt mit seinem Beruf und es gibt. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt auch nach Magdeburg gekommen bin. Ja, ich, Herr Sonsaler, mein früherer Geschäftsführer, hatte mich ja gefragt, ob ich zurückkomme, weil wir sehr viele interessante und schwierige Projekte auch haben. Und er braucht jemanden, der er kennt, der es auch machen kann. Ja, und ich habe ja in meinem jetzt mittlerweile 25 Jahre nur gebaut und auch sehr viele umfangreiche Dinge, auch viele schöne Dinge, muss ich dazu sagen. Und das ist natürlich für so einen Bauingenieur, ein Hochhaus zu bauen in der Klasse, ja, mit einer Konferenzetage, mit einem Lichtsystem, das ist schon sehr anspruchsvoll. Und ich sag mal so, das hat bei mir gerade gepasst, auch mit der familiären Situation, wo ich sage, ja, da hast du eigentlich immer gesucht, so einen Job. Und bin auch eigentlich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich sage mal, ich hatte natürlich in mir eine Vorstandsposition, die man nicht einfach aufgibt. Und aber heute im Rückblick würde ich sagen, ja, du hast alles richtig gemacht damals. Ja. Und es ist natürlich auch immer schwierig, so ein Projekt zu machen, aber in der Schwierigkeit liegt ja auch, sage ich mal, die Würze. Es macht mehr Spaß, ein solches Gebäude mit all den Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten zu bewältigen. Vor allen Dingen, wenn man dann gleich wieder Minder Kollegen wie Edeka trifft, mit denen man ja auch in anderen Bereichen zu tun hatte, wo man dann so ein, sage ich mal, Vollsortimentler einbauen oder implementieren möchte hier. Das ist, war schon eine schöne Abstimmung. Ne? Sie haben eine weitere Gemeinsamkeit, Herr Becker. Sie haben auch mal einen Job aufgegeben nach 2, 3 Monaten. Mhm. Sie haben so sich auf dem Bauchgefühl verlassen und was Neues angefangen. Ja, ich habe mein allererster Job war bei Roland Berger und ich habe zum Entsetzen meiner Eltern und vielen Ratgebern den Job tatsächlich nach 2 Monaten, beziehungsweise ich habe nach 2 Monaten aufgehört. Also ich habe eigentlich nach 6 Wochen den Job aufgegeben und bin zurück zu dem Unternehmen, wo ich vorher sehr lange Praktikant war und was ich sehr gut kannte und habe dann dort angefangen. Aber jetzt sind Sie bei Schubert. Mhm. Schubert ist weltweit bekannt durch die Ferrari, nicht nur Ferrari, sondern die Helme für die Motor, für die Rennfahrer. Mhm. Ja, wir sind weltweit bekannt. Sicherlich haben wir auch viel Michael Schumacher zu verdanken. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man sozusagen uns als Formel-1-Firma reduziert, weil wir machen viel, viel mehr. Das und ist richtig, ja. 2 Drittel unseres Umsatzes machen wir mit Motorradhelmen. Und das sehen auch die Mitarbeiter jeden Tag. Und Formel 1 ist ganz oben. Das ist wichtig, dass wir das haben. Das ist das Premium-Produkt. Aber wir haben auch das Premium-Produkt im Motorradbereich. Ja, aber trotzdem, Michael Schumacher hat sich mit der Firma Schubert schon identifiziert, hat auch gesagt, ich möchte nur diesen Helm haben. Ja. Und ich weiß, vor 3 Jahren, wo wir die Hochwasserkatastrophe hier in Magdeburg hatten, da hatten wir das Glück, in Anführungszeichen, auch von vielen Rennfahrern einen Helm zu bekommen, das wir bei eBay für eine Charity-Aktion dann zur Verfügung gestellt haben. Und das ist ganz, ganz viel Geld zusammengekommen. Ja. Und das war Ihre Firma zu verdanken. Also das war eine tolle Idee. Ja. Sie sind aber trotzdem nicht immer in Magdeburg gewesen. Nein, wir sind ziemlich viel herumgekommen, ist das falsche Wort. Also ich bin in Gütersloh aufgewachsen, habe dort noch den Zivildienst gemacht und für mich war damals klar, ich möchte danach zumindest erstmal die weite Welt sehen. Habe dann mir ein Berufsakademiestudium gemacht bei den Fischerwerken im Schwarzwald. Das heißt, man hat immer für 3 Monate studiert, man hat für 3 Monate gearbeitet, immer bei den Fischerwerken. Man hat die ganze Zeit Geld bekommen. Das war der Vorteil. Man war also auf einen Schlag unabhängiger von zu Hause. Bin dann nach den 3 Jahren im Schwarzwald noch ein ganz bisschen bei den Fischerwerken geblieben und bin dann, ich hatte meine Frau schon
kennengelernt. Sie ist nach Schweden gegangen damals, um dort ihr Masterstudium fertig zu machen, und ich bin nach Dänemark gegangen. Also wir waren beide im Norden, aber nicht ganz so nah. Ja, wenn man schwimmt, ist die Ecke, aber da sind schon riesige. Ja. Es war noch riesig. Ich habe dann auch nicht in Dänemark, bin ich nicht nach Kopenhagen gegangen, sondern nach Aarhus. Das ist dann nochmal 400 Kilometer in Dänemark rein. Ja. Aber wir waren damals schon dann ein Jahr sozusagen, zumindest beide im Norden. Danach habe ich kurz bei Roland Berger angefangen und habe die danach, zwei Monate, die zwei Monate bin danach zu einer anderen Art von Unternehmensberatung gegangen, war da über 6 Jahre. Die Firma kennt man in Deutschland kaum, sie heißt Alvarez & Marsal. Das ist eine Firma, die macht hauptsächlich etwas schwierigere Fälle und schickt ein kleines Beratungsteam rein, aber immer Manager auf Zeit. Das heißt, sie müssen Verantwortung übernehmen, sie haben Geschäftsführer, sie haben Vorstände im Unternehmen, die von der Firma kommen, und dort habe ich halt am Anfang als junger Berater angefangen. Dadurch hatte ich sozusagen eine große Mobilität, weil wir die Projekte waren ja immer irgendwo, in der Regel in Deutschland. Das heißt, ich hatte dann die Chance, zuerst mit meiner Frau in Freiburg zu wohnen, dann hat sie dort ihr Masterstudium fertig gemacht, und danach sind wir wieder zurück in Norden, waren für 5 Jahre in Kopenhagen, dort hat sie dann promoviert und hat dann auch gearbeitet zusammen. Wir haben zusammen in Kopenhagen erlebt, aber ich bin immer unter der Woche in der Regel nach Deutschland. Ich war auch mal eine Zeit in der Schweiz, Zeit in der Niederlande im Projekt, aber es war hauptsächlich Deutschland. Und danach wollten wir eigentlich nach München gehen und uns dort etwas niederlassen. Sie kommt nicht wie ich aus Gütersloh, sondern aus dem Schwarzwald, das heißt Süddeutschland war eigentlich die Ecke. Habe im Netzwerk von Perusa, jetzt wird die Story gleich rund, gearbeitet. Perusa ist der Mehrheitseigentümer seit September 2013 von Schubert. Und habe für Perusa am Anfang, das war so eine gewisse Übergangszeit für mich selber, ich wollte aus der Unternehmensberatung raus, habe mir ein bisschen was anderes angeguckt und habe für Perusa 1,5 Jahre lang bin ich in neue Unternehmen rein, die Perusa gekauft hat, und habe dort verschiedene Funktionen übernommen. Zuletzt war ich dann ein Jahr CFO, also kaufmännischer Leiter von Dynasafe. Das ist Demilitarisierung. Also wir hatten auch ein Tochterunternehmen in Berlin. Die haben an der innerdeutschen Grenze Minenräumung gemacht. Wir haben Unternehmen, eins in London, eins in Birmingham gemacht. War ich sehr, sehr viel in Birmingham im Jahr, und dann kam es irgendwann dazu, dass die Gespräche aufkamen, wir kaufen Schubert, wir brauchen jemanden, den wir da hinschicken. Ich war vielleicht zur richtigen Stelle am richtigen Zeitpunkt und bin dann halt mit sozusagen der Transaktion, also ich war am Kaufdatum in München, habe sozusagen dort die Verträge schon mit unterschreiben dürfen, weil ich schon in der passenden Kaufgesellschaft als Geschäftsführer implementiert war, bin dann am nächsten Tag hier hingefahren und seitdem auch nicht wieder richtig weggefahren. Das war auch damals dann zuerst der Job, sozusagen, schau es dir halt mal an und dann kommst du wieder. Und dann hat sich Schritt für Schritt deutlich anders entwickelt. Und nach ungefähr einem halben Jahr habe ich dann irgendwann mal mit meiner Frau am Wochenende gesprochen und gesagt, vielleicht ist es doch nicht München. Also, ich hätte noch was Besseres im Angebot. Direkt an der Elbe. Und so ist es dann gekommen. Ja. Dann ist es dann halt final gemacht worden. Bis dahin war ich ja nur auf Zeit. Und dann habe ich die Position hier voll übernommen. Und dann sind wir umgezogen vor jetzt über einem Jahr. Wenn ich richtig weiß, auch Ihr Kind ist hier zur Welt gekommen. Genau, unser Kind ist also hier Sie in haben schon ein geboren echte, worden. Echte genau. Magdeburger jetzt in der Familie. Wir haben einen in der Familie mit Magdeburger Pass. Ja, wie lebt sich in Magdeburg? Gute Frage. Wie lebt es sich als in Magdeburg? Am Anfang muss ich zugeben, bin ich natürlich durch das Pendeln. Ich war unter der Woche hier, dann bin ich beruflich auch sehr viel unterwegs. Was mich begeistert hat in Magdeburg ist eigentlich, dass es hier ein Netzwerk gibt oder viele junge Menschen gibt, die etwas bewegen wollen, und auch man hier sehen kann, dass viele zurückkommen oder viele hier was aufbauen wollen, und dass dort eine Generation jetzt kommt, die sozusagen sich nicht mehr dazu treiben lässt, woanders hinzugehen. Wie war das für Sie, als Sie ständig gependelt sind und dann sich wieder entschieden haben, wieder zurückzukommen? War das eine gute Entscheidung? Haben Sie bereut, wieder zurückgekommen zu sein?
Sie sehen auch, was Sie machen. Es ist auch sehr, 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 sehr plastisch gesehen jetzt. Aber Sie sehen die Gebäude, wie sie wachsen, wenn sie fertig sind. Und dann ist es vielleicht wie ein eigenes Kind, dann muss man auch gehen lassen. Ja, Also es ist immer schwierig, wenn man so eine Position hat, die man sich erarbeitet hat, wo man dann also ganz oben angekommen ist. Ja? Und ich sage mal, in meinem Aufsichtsrat waren Vorstände aus deutschen Aktiengesellschaften und ich hatte da auch einen sehr elitären Club in Minden. Das muss man einfach sagen, Minden ist eine Industriestadt mit doch sehr bekannten Firmen. Das ist nicht einfach, wenn man als Vorstand dann sagt, ich gehe mal eine Etage runter, auch wenn das Unternehmen größer ist und man wird dann technischer Leiter. Aber andererseits ist es so, Magdeburg ist eigentlich immer mein Zuhause. Ich habe hier studiert, alle meine Studienkollegen oder die meisten leben in Magdeburg. Das heißt, ich bin irgendwie gar nicht irgendwo Neues, sondern ich bin zurückgekommen und habe gleich am ersten Tag mich mit einem Studienkollegen getroffen und habe gesagt, komm, lass uns mal laufen gehen. Also das war für mich eine sehr einfache Entscheidung. Minden war viel schwieriger, als man nach Minden gegangen ist. Da kam man erstmal in nichts an, ja. Und alle haben einen erstmal beschnuppert und haben gesagt, was ist denn das für einer? Ja, ist ja ein Fremder und dann auch noch aus Magdeburg. Der Empfang in Minden, den werde ich aber nie vergessen, da war der damalige Kreisbaudirektor Herr Kosig. Der hat mir als erste Worte offiziell gesagt, Herr Lackner, merken Sie sich mal eins. Die besten Minder kamen immer aus Magdeburg. Ja, und nein, das war also wirklich eine herzliche Begrüßung. Und damit meint er nicht nur Otto in Ersten, sondern es ist wirklich so, ja, dass er auch Minden eine preußische Garnison ist und sehr viele Gemeinsamkeiten hat mit Magdeburg. Ja. Das Wasserstraßenkreuz zum Beispiel, das eine steht in Minden, das andere in Magdeburg. Sie haben die Weser, wir haben die Elbe. Also es gibt ganz viele Verbindungen zwischen Minden und Magdeburg. Und ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, was ich auch wirklich auch, ich sage immer, sehr als angenehm fand. Man musste natürlich auch arbeiten, das ist eine andere Frage. Manchmal musste man auch Dinge machen, die vielleicht nicht alle mögen. Das gehört zum Geschäft dazu. Aber es fiel mir schon ein bisschen schwer zu sagen, ich lasse das jetzt los. Aber jeder Neuanfang ist mit dem Loslassen verbunden. Man muss das Alte lösen und sagen, okay, ich stelle mich dieser Aufgabe und diese Aufgabe in dem Turm, in dem wir hier sitzen, die war schon ziemlich schwierig. Also eine berufliche Herausforderung, wo man natürlich immer sagt, dass man sagt, naja, das kann ja nicht unbedingt nur gut gehen. Deshalb hatte ich ja in Minden noch meine Vorstandstätigkeit im Nebenamt weitergeführt, auch führen dürfen. Und nachdem dann alles gut gegangen ist und ich natürlich auch das Vertrauen als Geschäftsführer der Wobo bekommen habe, habe ich mich natürlich auch komplett für Magdeburg entschieden und auch diese Vorstandstätigkeit dann niedergelegt, erst seit einem Jahr. Ne? Aber ist es so, dass Sie die Herausforderung suchen? Sie sind süchtig ein bisschen, so was richtig in Angriff zu nehmen und auch umzusetzen und bis zum Schluss zu bringen? Ja, also wir haben ja mehrere Projekte gemacht und das ist für mich so, natürlich müssen die, es gibt immer eine Pflicht und eine Kür. Die Pflicht ist bei uns zum Beispiel diese Strangsanierung, wo wir dann die alten Leitungen erneuert, was ein Tagesgeschäft ist, was ich sage mal nicht von uns, sag ich mal, besonders anspruchsvoll vom Know-how ist, was aber auch gemacht werden muss. Das ist die Pflicht. Ja. Aber dann gibt es auch die Kür und das muss man einfach sagen, das sind dann solche Projekte wie jetzt das Dommuseum, was richtig Spaß macht. Ja, das ist so eine richtige berufliche Herausforderung. Wer baut denn heute schon ein Dommuseum? Und dann auch mit, sage ich mal, professionellen Kollegen das zu bauen, das macht richtig Spaß. Neueste Technik und neueste Präsentationsmöglichkeiten, ja. Was waren das gar nicht mehr möglich. Auch eigene Gedanken reinzubringen, zu sagen, wir können es doch so entwickeln, auch Überzeugungsarbeit. Es ist ja immer alles heute auch mit Geld dominiert, wo man aber auch überzeugen muss, dass das eine Riesenchance ist, wenn ich jetzt zum Beispiel doch einen Dachaufbau mache und dann doch eine Konferenzetage rüberbaue. Also es macht Spaß, Projekte dann zu entwickeln und auch natürlich die Menschen zu überzeugen, dass wir das an dieser Stelle machen müssen. Ja. Das ist schon eine schöne Aufgabe und ich glaube, das macht mir auch viel Freude und ich glaube, die Ergebnisse, die wir bis jetzt erreicht haben mit dem Turm oder mit der Magdeburger Welle, da brauchen wir uns jetzt nicht verstecken. Ne? Ich hatte ja im Herbst letzten Jahres meine ganzen Kollegen von München bis Hamburg hier, also alle technischen Leiter, viele kenne ich schon sehr lange, bin auch mit ihnen sehr lange befreundet. Und die haben schon gesagt, also das, was ihr hier baut und was ihr macht, das ist schon also eine Klasse für sich. Ja, das bauen die Kollegen in München oder Hamburg nicht, weil es da andere Prioritäten gibt. Die Möglichkeit gibt es gar nicht mehr. Wenn Sie jetzt nochmal Magdeburg vergleichen, 25 Jahre zurückgedreht und heute, ist noch Magdeburg, die Sie noch kennengelernt haben als Student? Nein, überhaupt nicht. Also ich kannte ja Magdeburg schon 1980, hört sich komisch an, aber ich war ja schon hier im Jugendtouristenhotel in der Leiterstraße. Ja. Als sogenannter Jugendaustauschschüler hieß das damals, bloß es war immer nur ein einseitiger Austausch
Und da war mir Magdeburg noch so in Erinnerung, weil ich damals immer, sage ich mal, damals gab es einen Zwangsumtausch und man wusste nicht, was sollte man mit dem Geld machen. Dann habe ich mir aus Magdeburg Schachspiele gekauft, weil das das Einzige war. Sie spielen aber leidenschaftlich Schach. Ja, ich spiele wirklich leidenschaftlich Schach. Und das verbindet auch. Da kriegst du auch unheimlich schnell Anschluss mit Menschen. Auch in Minden habe ich ja auch gespielt und habe auch mal in der Oberliga gespielt. Und das weiß ich noch, in Magdeburg habe ich dann Schachspiele mit dem Geld gekauft. Ja? Und das war auch eine tolle Investition. Ich habe die immer noch heute. Okay. Und dann war das aber nur eine Woche Magdeburg und eine Woche Arendsee. Und das war aber eine komplett andere Welt, die wir nicht so verstanden haben. Wir waren in dem Kaufhauszentrum Warenhaus, hieß das damals, sind da durchgelaufen und haben mal geguckt, was können wir denn jetzt kaufen. Ja? Und da waren viele Souvenirs. Und wenn man dann so wieder nach der Wende nach Magdeburg kommt, sieht viele Situationen, wie sie sind, und dann sieht man die Entwicklung. Ja? Also am meisten hat mich ja zum Beispiel beeindruckt, diese vielen Straßen, wo noch diese Kriegstreffer drin waren. Da waren ja lauter Straßen, wo Einschusslöcher drin waren. Du bist ja immer durch die Gegend gefahren, das kanntest du aus dem Westen nicht. Und da sagst du, guck mal, hier ist noch eine Bombe eingeschlagen. Ja? Und dann wurde das aber alles auf und nach beseitigt oder erneuert. Ja? Und dann sind wunderschöne Villen entstanden, wenn ich überlege, in Krakau, wie die Villen waren. Das waren ja alles, sage ich mal, von den damaligen Russen besetzte Villen. Die waren in einem katastrophalen Zustand. Ich habe dann selber auch mal eine gekauft, in der Pfeifferstraße gewohnt. Und es wurde ja unheimlich viel investiert. Dann gab es natürlich auch einige Situationen, sage ich mal, mit der Investitionszulage, wo das ja auch gewollt war, dass wir investieren. Und da ist Magdeburg ja mit einem Riesenschritt nach vorne gegangen. Und es hat sich eine Dynamik entwickelt, die man in anderen Städten sucht. Ja? Und wenn ich so vergleiche, mal Hannover ist ja auch Landeshauptstadt, und dann an das IME-Zentrum denke, wie das als Jugendlicher, wo ich in Hannover war, und das IME-Zentrum war damals Saturn Hansa, das war einer der ersten Discounter für so Technik. Ja? Heute müssen sie mal hingehen. Das ist, sage ich mal, runtergekommen. Ja? Und in Magdeburg sind viele Dinge weiterentwickelt worden und meines Erachtens auch sehr viele sehr gut. Ja? Also mir gefällt die Stadt unheimlich gut. Dafür hat auch Wobau viel gemacht, muss man dazu sagen, also auch viel investiert und auch viel entwickelt, und es entwickelt sich auch weiter. Wenn wir den breiten Weg jetzt nochmal als Beispiel nehmen, da ist noch viel Potenzial. Sie haben tolle Pläne, wenn ich richtig weiß, wenn Sie darüber reden dürfen. Ja, also das ist jetzt ja auch kein... Oder noch nicht dürfen. Es ist ja kein großes Geheimnis. Also wir haben hier den Mut, den man an mancher Stelle in Westdeutschland nicht hat. Ja? Also den Mut, auch Häuser abzureißen und sie neu zu entwickeln. Das ist ein Schritt, den Sie wirklich in anderen Städten, Porta Westfalica, die haben ja alle die 70er Jahre Hochhaussünden. Ja? Das ist ja auch in Westdeutschland so gewesen. Ganz schreckliche Betonklötze, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil man die Umlenkung nicht schafft in Hamburg, nicht abgerissen werden können. Aber hier haben wir den Mut und auch die Chance, es zu tun. Wir nehmen diese Gebäude weg, und ich war auch damals ein großer Verfechter für das 100-Wasserhaus, habe auch in der Projektentwicklung mitgearbeitet teilweise. Und, aber diese Chance, ein solches Haus zu bauen, ist nur dann möglich, wenn ich mich vom anderen verabschiede. Mhm. Also jeder Abriss ist auch eine Chance für etwas Neues. Ja. Und ich glaube, das, was die Wobau jetzt geleistet hat, auch für die ganze Entwicklung Olmestedt, Abriss Düppeler Grund, Neuerschließung, Eigenheim bauen. Das wird diesen ganzen Stadtteil nach unten, nach oben ziehen, aufwerten. Bei mir war damals die Entwicklung vom Neustädter Feld. Damals stand da noch so ein 16-Geschosser, 6 Stück drin. Da habe ich eine Diplomarbeit geschrieben in meinem Zweitstudium zum Thema Entwicklung. Und daraus ist ja konzeptionell der Abriss dieser 16-Geschosser entstanden, die man heute gar nicht mehr kennt. Hermann-Bruse-Platz 2, 3, das waren ganz schreckliche Hochhäuser, 16-Geschosser. Und heute ist das Neustädter Feld ein funktionierender Stadtteil. Ich sage mal, wenn jetzt noch die Straßenbahn dahin führt, dann wird es noch besser. Und das sind also viele Entwicklungen von Magdeburg, die wirklich meines Erachtens sehr gut sind. Und die Wobau tut wirklich sehr viel davon, weil sie Grundlagen schafft. Ja? Also ohne diesen Abriss im Neustädter Feld wäre es nicht möglich gewesen, auch nur Nahversorger anzusiedeln vernünftig, ja, oder es auch anders zu organisieren. Und ich sage mal, mit dem Abriss und auch mit dem Bekenntnis zum Stadtumbau hat Magdeburg sich einen ganz, ganz großen Gefallen getan. Ja. Einen großen Gefallen hat sich Magdeburg auch, dass die Firma Schubert überzeugt hat, von Braunschweig nach Magdeburg umzusiedeln. Sie kennen jetzt Magdeburg zwei Jahre ungefähr? Zweieinhalb. Hat sich Magdeburg ein bisschen weiterentwickelt?
Können Sie noch ein bisschen vergleichen, als Sie das erste Mal hier waren und heute, wie es heute aussieht? Schwierig. Also man erlebt auf jeden Fall die Dynamik, die Sie auch beschreiben, und dass sich die Stadt weiterentwickelt. Ich beziehe es mal auf Schubert, weil da ging die Frage auch ein bisschen hin. Sicher, ja. Schubert hat sich offen und ehrlich die ersten Jahre damit keinen Gefallen getan, hier hinzugehen, weil man so viel hinter sich gelassen hat und einfach so viel Wissen, so viel Mitarbeiter auf einen Schlag verloren hat. Das hat eine sehr lange Zeit gedauert. Gleichwohl, heute profitieren wir davon. Und davon haben wir jetzt auch, also wenn wir es mal auf uns beziehen, die letzten Jahre uns sehr stark entwickeln können, weil wir jetzt ein sehr junges Team haben, ein sehr lokales Team haben, was sich gefunden hat, was auch mal durch Zeiten gemeinsam durchgegangen ist, was nicht ganz so einfach war. Und wenn man das jetzt gut organisiert hat und wir jetzt sehen, dass wir weiterkommen, dann haben wir hier ein Team, das richtig viel Potenzial hat und das auch jetzt schon gezeigt hat. Also da sehe ich es richtig sozusagen, es braucht eine Zeit, aber wenn die Zeit dann um ist und das Team und es anfängt zu greifen, dann greift es auch richtig. Ich durfte eine Führung vor kurzer Zeit bei Ihnen machen und ich kenne auch von früher, wie es früher ausgesehen hat, ganz innovative Ideen, ganz neue Produkte auch. Wir über Produkte jetzt nicht unbedingt sprechen müssen, aber auch für eine neue Generation. Ja. Auch die Farben, die Sie jetzt wählen, sind jetzt nicht immer alles klassisch schwarz, sondern sind auch plötzlich bunt. Ich weiß, dass Sie mit was ich haben. Ich zeige Ihnen gleich was, aber bevor ich Ihnen das zeige, erkläre ich noch mal ein bisschen mehr. Ich bin ja auch kein Motorradfahrer und als ich zu Schubert gekommen bin, und durch die Produktion gegangen bin, da war das alles ziemlich grau und weiß und silber. Und ich habe immer die Frage gestellt und gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Motorradfahrer nur schwarze, weiße, silberne Helme haben wollen. Dann hieß es ja, doch. Und unsere großen Kunden, dann hat man mal mit den großen Kunden gesprochen. Da war das tatsächlich auch so ein bisschen so. Da musste man noch ein bisschen weiter denken, das ist halt auch das, was viele von Schubert kennen. Dann bin ich irgendwann mal nach Spanien zur MotoGP gefahren und habe eigentlich ziemlich lange gebraucht, bis ich einen Helm von uns mal gesehen habe. Aber da waren wahrscheinlich 20.000 Gäste mit Motorrädern alleine. Und bis man überhaupt mal einen schwarzen gesehen hat, auch ziemlich lange gedauert. Wir haben jetzt angefangen und das ist jetzt nur der erste Schritt. Wir machen keine Produktwerbung. Wir machen keine Produktwerbung. Sondern nur ein Beispiel. sein könnte von einer klassisch schwarzen Produktserie jetzt einfach für jüngere Leute auch mal ein bisschen zu denken. Ein bisschen für jüngere Leute, wobei jüngere Leute, unser Durchschnittskunde war bisher um die 49 Jahre alt. Der Durchschnittskunde hiervon ist dann vielleicht 2-3 Jahre jünger, das ist dann jünger, aber wenn Sie sich es vorstellen, vorher schwarz, weiß, silber, das ist schon ein großer, mutiger Schritt und das ist aber auch nur ein erster Schritt. In den nächsten Jahren wird bei uns noch sehr, sehr viel nachkommen, was deutlich mutiger und deutlich mehr ist. Das ist auch ein Beispiel dafür, das ist wirklich entwickelt in Magdeburg mit Leuten, die auch teilweise hier von der Uni kommen. Das ist ein hochinnovatives Produkt. Ich mache keine Werbung, ich sage auch nicht, wie es heißt, aber wenn Sie hier sehen, hier gibt es einen Klappmechanismus, wo das Kindteil hochgeht, wo später auch der Peak mit hochgeht. Und wir können ruhig hier lassen. Auf wir lassen es hier? Ja, natürlich. Okay. Sonst können wir noch ein bisschen sehen. Das ist wirklich was das Team hier gemacht hat und was auch mit Know-how und Leuten hier im Standort entstanden ist. Und wo eben nicht mehr sozusagen, das ist noch das Produkt aus Braunschweig und so und wir wissen ja gar nicht, sondern das ist wirklich made in Magdeburg. Aber trotzdem, das Premium-Produkt bleibt weiterhin. Formel 1 ist weiterhin ein Geschäftsfeld. Formel 1 ist weiterhin ein Geschäftsfeld. Auch dieser Helm liegt in der Farbvariante bei 729 Euro. Sie können auch bei Aldi für 50 Euro einen Motorradhelm kaufen. Wir sind seit letztem Jahr dabei, in die MotoGP einzusteigen. Das war immer ein bisschen so eine leichte Schräglage. Also wenn wir sozusagen was für Formel 1 machen, das ist Vierradrennsport. Okay. Und wir waren eigentlich nie richtig präsent im Zweiradrennsport. Wir haben ein bisschen in lokalen Serien, zum Beispiel auch in Deutschland in der IDM gemacht, aber in der Weltmeisterschaft, in der Königsklasse waren wir nicht. Jetzt sind natürlich, wenn wir jetzt heute sagen würden, wir wollen neu in die Formel 1, dann ist das auch nichts, was man im einen Jahr schafft. Wir haben uns jetzt langfristig orientiert. Wir haben zum einen
fördern wir den Red Bull MotoGP Rookies Cup. Das sind 13- bis 17-jährige Fahrer, die im Rahmen der MotoGP, also der Weltmeisterschaft, eine Junior-Serie haben. Und dort starten wir alle exklusiv aus. Das heißt, die wachsen auf mit unseren Produkten und damit haben wir natürlich dann auch den Kontakt, haben wir den Kontakt zum Fahrer, zum Vater, zum Manager und sie kennen unser Produkt. Und wir haben noch zwei Fahrer in der Moto2, also es ist die zweithöchste Klasse im Motorradbereich aufgenommen, wovon einer ein Deutscher ist, mit dem Marcel Schrötter. Sie haben jetzt neulich in Stuttgart einen Preis bekommen, einen Marketingpreis für ein Produkt. Nicht für ein Produkt, sondern für die Motorradmarke Schubert. Okay. Das war jetzt zum 11. Mal in Folge und den Preis gibt es erst 11 Jahre, sind wir die beste Marke in Deutschland oder bei den Lesern der Zeitschrift Motorrad, das ist das führende Motorradmagazin, sind wir zur besten Helmmarke in Deutschland gewählt worden. Das alles made in Magdeburg. Das alles made in Magdeburg. Das ist richtig gut. Wie geht es weiter? Wie entwickelt sich das alles weiter? Wie viele Mitarbeiter kommen aus Magdeburg jetzt? Sie waren auch eine Weile mit der Mannschaft aus Braunschweig unterwegs, aber wie viele, ich weiß nicht, wir haben, jetzt wir haben heute 400 Mitarbeiter. Vor zwei Jahren hatten wir so um die 320. Von den 400 sind so um die 370 hier am Standort und von den 370 sind noch knapp 50 aus Braunschweig. Also ein sehr, sehr großer Teil, über 80% der Belegschaft kommt hier aus Magdeburg oder aus der Umgebung. Die Helme sind auch nicht jetzt für den Rennfahrer und für Motorradfahrer, sondern auch in der Sicherheitsbereich. Mhm. Polizei, Feuerwehr ist auch ein... Auch Militär, auch Arbeitsschutz ist auch ein das ist der zweite große Bereich, wenn man es zusammenfassen will. Alle Bereiche haben ihre Daseinsberechtigung und wir entwickeln natürlich auch alle Bereiche dementsprechend weiter. Wenn wir uns gerade dieses Beispiel Polizei nehmen, das sehen wir leider viel zu häufig, dieses Produkt. Konnte man leider am Wochenende auch sehen, aber da sind wir der führende Hersteller mit fast 100% Marktanteil in Deutschland. Mhm. Wie fühlt man sich als Familienvater in Magdeburg? Was ganz anderes jetzt. Was ganz anderes. Wie fühlt man sich, also ich weiß wie nicht, ob man ist sich... Wie alt ist jetzt Ihr Kind? 3,5 Monate. total ich weiß nicht, wie man sich als Familienvater in Magdeburg fühlt, verglichen mit Familienvater woanders. Ich glaube, es ist eine schöne Zeit. Es ist eine sehr schöne Zeit. Es ändert sich alles. Auf einmal sozusagen gibt es noch viel mehr Drang, nach abends nach Hause zu kommen und dann tatsächlich auch den Kleinen noch vorm Einschlafen zu sehen. Es ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Magst du familienfreundlich? Ich glaube, was wir bisher gesehen haben, ja. Also wir waren hin und weg von dem Krankenhaus. Wir waren in Eupenstedt in dem Krankenhaus, also das hat uns super gefallen. Ja. Fühlen Sie sich ein bisschen als Magdeburger jetzt? Das kommt ja, wie Sie gesagt haben, Schritt für Schritt und wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Auf jeden Fall nicht mehr so als Fremder, sondern ist schon ein bisschen zu Hause. Wenn Sie jetzt weltweit unterwegs sind, dann kommen Sie nach Hause. Dann komme ich nach Hause. Ja. Und das ist nach Magdeburg. Ja. Ja. Ich bin jetzt 35, ich bin ausgezogen bei meinen Eltern. Doch so alt, ja, aber es sind ja, worauf ich hinaus will, ist, ich bin mit 20 von zu Hause ausgezogen und ja auch nie wieder eingezogen. Also danach war, glaube ich, der längste Aufenthalt bei meinen Eltern 5 Tage, 6 Tage und dann, man freut sich sehr, wenn man da hinkommt und dann freut man sich auch wieder, wenn man wieder dahin fährt, wo man jetzt lebt. Und zu Hause ist Magdeburg, habe ich so gehört jetzt. Ja, wir haben ja. Ich wollte nochmal betont haben. Bei Ihnen ist schon lange zu Hause Magdeburg, hat man auch gesehen. Wie geht es weiter mit weiteren Projekten? Also wir haben gehört jetzt Dommuseum, leider nicht Ottonianum. Ich finde es schade, aber vielleicht entwickelt sich das noch. Breiter Weg sind so wichtige Projekte, die jetzt richtig zu sehen sind. Gibt es andere Projekte, die Sie noch in Angriff haben? Ja, also es gibt ja viele Dinge, sage ich mal. Also der breite Weg, das wird sich etwas zurücknehmen müssen. Es wird nicht spektakulär unbedingt sein. Es wird eine schöne Architektur, harmonische Architektur werden. Aber sie steht im Kontext zum Dom. Und da macht man jetzt keinen Kitsch, wenn ich es mal so sagen darf. Es muss sich ein bisschen zurücknehmen. Es muss architektonisch passen. Da hatten wir auch einen Gestaltungsbeirat. Da gab es viele Hinweise. Es haben also viele mehr oder weniger Experten drauf geguckt und es ist, glaube ich, jetzt in die richtige Richtung gesteuert worden, dass wir da auch gute Lösungen gefunden haben, die wir auch
zeigen können. Ja. Das macht dann auch Spaß, wenn man sowas baut. Es wird aber auch aufgrund der Lage sowieso schön werden. Also jeder, der dann in der Wohnung ist und einen unverbaubaren Blick zum Domportal hat, wird sagen, ja, das ist schön. Ja. Absolut, ja. Also das ist jetzt nicht die große Kunst. Es gibt ein paar andere Künste, die wir jetzt noch machen. Das sind kleinere, aber Dinge, die vielleicht... Auch wichtige Projekte. Wichtige Dinge. Was wir zum Beispiel hier in Magdeburg noch nicht so haben, ist einfach diese Über-den-Dächern-Atmosphäre. Ne? Also wir haben in Magdeburg einige Baulücken, die sind auch aus verschiedenen Situationen entstanden. Da überlegen wir uns, der Innenstadt Nachverdichtung zu machen und haben da auch sehr schöne Perspektiven gefunden. Also wenn man über den, sagen wir mal, Zuckerbäckerhäusern in der Höhe guckt und dann mal das Panorama von Magdeburg anguckt mit dem ganzen Sakralbauten. Also es ist wunderschön. Also wenn oben drauf ist, ab einer bestimmten Höhe, und gerade in diesem südlichen Bereich mit dem Dom, mit dem Kloster der lieben Frauen. Ja. Ein schönes Skyline. So das ist eine richtig schöne Skyline und da gibt es wenig Punkte, wo man, sag ich mal, öffentliche Räume hat, die man auch nutzen kann. Aber das kann man durch Neubauten schaffen, dass man sie so erschließt, deshalb haben wir ja auch um die Türme mal so ein bisschen gekämpft, dass man da in der Situation neue Perspektiven schafft. Und Magdeburg hat wirklich sehr viele Perspektiven, auch sehr, sehr interessante Perspektiven mit dem Hintergrund zum Stadtpark, mit dem Hintergrund zur Elbe. Und da haben wir wirklich noch viel, viel Potenzial, was andere Städte eigentlich nicht haben. Das muss man einfach sagen, weil sie nicht so eine Sichtachsen haben. Also wenn ich jetzt Bielefeld, was eine wirtschaftlich starke Stadt ist, aber sie hat nicht viele Sichtachsen. Sie haben ihr Turm da oben auf so einem Berg, da kann man runtergucken auf die Stadt, aber in der Stadt sind die Sichtbeziehungen sehr begrenzt. Man sieht immer nur hohe Häuser und hat keine Achsen. Hier in Magdeburg hat ganz viele Chancen, ja, auch, sage ich mal, der Stadtpark und der Stadtmarsch zum Beispiel. Das sind ja Situationen, die hier Chancen noch zulassen, die wir noch gar nicht erahnen. Also es gibt noch viele Entwicklungspotenziale, ja, in Magdeburg, was noch nicht bis jetzt in Angriff genommen ist. Und das wird auch kommen. Also ich bin ganz sicher, dass hier in der Innenstadt so viele Entwicklungen kommen, die wir noch gar nicht ahnen, weil man einfach die Chance hat. An anderen Stellen sind die Chancen gar nicht mehr da. Und ich sage mal so, in vergleichbaren Städten wie Münster, da zahlen sie für einen Quadratmeter Bauland 1.000 Euro. Das Problem ist bloß, sie kriegen es gar nicht. Ja? Da sind Kollegen von mir, die haben jetzt ein Haus gebaut zwischen den Bahnschienen und haben das als Innovation verkauft. Das ist ein Schallschutzhaus. Okay. Aber das ist für mich schon Notstand. Und wer will da leben? Was wir an Luxus haben hier in Magdeburg, ja, an Flächen, an Potenzialen, ja, das ist schon, jeder weiß, dass Magdeburg mal über 300.000 Einwohner hatte. Wir haben ja noch Platz für 70.000 vom Platz her. Ja. Also Magdeburg... Auch noch mehr, glaube ich. Auch noch, nee, das ist, hört sich komisch an, aber mein Freund ist ja Wohnbauchef in München und sein Problem ist ein ganz anderes. Er hat ja gar keine Chance mehr, Flächen zu finden. Der muss jetzt, sage ich mal, 60er-Jahre-Bauten abreißen, um dann nachzuverdichten. Die haben ja kaum Chancen, was zu bauen. Wir haben hier Chancen, da träumen alle von. Die beneiden uns wirklich zu sagen, wenn ich denn sage, Premonster Tenserberg, 10.000 Quadratmeter Innenstadt frei mit Blick auf Elbe, das ist in Hamburg unvorstellbar. Ja. Ja. Da schütten sie, sage ich mal, alte Industrieanlagen auf, um dann noch ein Stück Hamburg zu kriegen. Aber wir haben hier wirklich, wir leben hier wirklich in einem Schlaraffenland. Und andere Städte, auch in wie Jena zum Beispiel, die geografisch eingekesselt sind, haben diese Potenziale auch nicht. Also da ist Magdeburg wirklich gesegnet und hat meines Erachtens auch eine riesengroße Chance für die Zukunft, auch mit dem Umland natürlich, ja, mit den Freiflächen. Also da kann auch Industrie sich nur ansiedeln und die Logistik ist hier eigentlich hervorragend. Also schön, dass Sie so viele Visionen noch für Magdeburg haben. Haben Sie für sich selber noch Freizeit? Ich habe gehört, Sie spielen jetzt Schach oder schon lange Schach. Was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit? Ja, also meine Freizeit ist natürlich... Sie haben einen kleinen Hund, wenn ich richtig weiß. Ja, ich habe auch einen kleinen Hund, ja, und so einen kleinen Mops. Und ich sage mal so, in meiner Freizeit mache ich gerne ein bisschen Sport. Ich habe ja früher hier in Magdeburg auch Fußball gespielt, war ja einer der ersten Westimporte, so hieß das immer so schön. Bei Fortuna Magdeburg, allein nicht beim FCM, so gut war ich nun auch nicht, aber vorher Fortuna Magdeburg ist noch bekannt. War auch eine schöne Mannschaft. Das hat auch immer ganz viel Spaß gemacht und das hat auch immer dazu beigetragen, sage ich mal, gleich Freunde zu kriegen und, sage ich mal, angenommen zu werden. Ja? Und das Schöne war immer, die meisten haben ja gar nicht gewusst, dass ich aus dem Westen komme. Ja? Und ich habe es auch keinen gesagt. Erzählen wollen, ja. Es gab auch mal eine Zeit, wo das gerade nicht so schön war. Nicht? Und
Aber das ist eben das Schöne, wenn man, sage ich mal, auch in einer Gemeinschaft irgendwo akzeptiert wird. Und Freizeit, ja, ich sag mal so, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich habe jetzt noch ein Haus gekauft, weil ich auch mal gerne im Garten bin, auch ein bisschen rumfummle. Ich brauche auch mal ein bisschen Bewegung und das ist für mich immer so ein Ausgleich. Schöne Natur, also Magdeburg ist ja auch hervorragend, mit Elbradweg und so weiter, da kann man viel machen. Laufen ist auch in der Leidenschaft, wenn ich richtig weiß. Hermannslauf heißt das? Hermannslauf heißt das, ja. Also bis zum 21. oder am 21. April findet das statt. Das findet am 21. April wieder statt, ja. Das habe ich vor 3-4 Wochen dann auch zum Erschrecken wieder gemerkt. Haben Sie schon angemeldet? Ja, man muss sich sofort anmelden. Also die Eröffnung wird am 6. Januar wird das aufgemacht und am 6. Januar, 5 Uhr morgens, ist es ausgebucht. Also vielleicht für Sie, meine Damen und Herren, die nicht wissen, es ist sowas wie Magdeburg Marathon in Bielefeld auf ein anderes Niveau. Ja, es ist nicht ganz Marathon, es sind dann nur 31 Kilometer, aber es ist wirklich Volksfeststimmung. Es sind 7000 Leute, die mitlaufen und diese 7000 Anmeldungen kommen dann innerhalb von ein paar Stunden online. Früher hatte man noch Chancen, mit Postkarten das einzusenden, aber das ist inzwischen vorbei. Und ich habe halt die letzten 6 Jahre es gemacht. Das erste Mal, die ersten 2 Mal waren sehr hart, weil damals habe ich auch noch deutlich etwas mehr Gewicht mit mir herumgeschleppt. Das wollte ich gerade fragen. Mir hat jemand erzählt, dass Sie vor ein paar Jahren 20 Kilo mehr gewonnen haben. Ja. Wie haben Sie das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Am Anfang habe ich es probiert mit Sport. Das war halt, okay, geh laufen und mach etwas. Und habe diesen Hermannslauf tatsächlich das erste Mal auch mit noch über 100 Kilo gemacht. Das war dann nicht so richtig lustig. Vor allen Dingen am Ende war es dann doch nicht mehr so schön. Also die letzten 10 Kilometer waren etwas schwierig. Danach habe ich irgendwann gemerkt, dass ich halt auch viel mehr umstellen muss, dass ich halt selber auf mich schauen muss, dass ich aufpassen muss, was ich esse und wann ich es esse. Und seitdem ich das irgendwann mal gemacht habe, ging das... Das ist nicht immer möglich, oder? Das ist nicht immer möglich, aber man muss sich dann halt selber bremsen und sagen, dann doch vielleicht lieber nicht das dritte Stück Kuchen und probieren, die Geschäftsessen dann auch ein bisschen auszulassen. Ein bisschen auszulassen oder aufzupassen. Ja. Also, wie man sieht, es hat dann irgendwann geklappt. Es ist jetzt nicht von heute auf morgen gegangen. Und dieses Jahr wollen Sie nochmal laufen? Ich will dieses Jahr wieder laufen, ja. Ich habe mich angemeldet. 31 Kilometer? 31 Kilometer. Also, mein Vater läuft auch, meine Schwester läuft, mein Trauzeuge läuft dort und das erste Jahr war mein Vater noch sehr knapp an mir dran, also ich war schneller, aber nur knapp und seitdem muss ich immer aufpassen, dass er nicht zu nah dran kommt. haben Sie schon mal versucht, hier Magdeburg-Marathon zu laufen? Habe ich noch nicht. Also das kann ich Ihnen auch empfehlen, also es ist auch ein Volksfest und es ist auch eine sehr, sehr gute Stimmung und genauso 5.000-6.000 Läufer, die hier eine tolle Strecke auch laufen. Es ist auf jeden Fall vergleichbar mit Bielefeld. Sie haben noch eine Besonderheit, Sie haben kein Fernseher. Nee, wir haben tatsächlich keinen Fernseher. Also ich muss mich korrigieren, wir haben einen, haben ihn aber hier noch nicht angeschlossen. Wir sind eingezogen letztes Jahr im Januar und wir hatten ihn auch in München, wo wir 2 Jahre waren, nur die letzten 3 Monate, glaube ich, angeschlossen. Und davor in Kopenhagen hatten wir ihn auch nie angeschlossen. Das hat sich irgendwann so ergeben. Wir hatten lange Zeit dann auch tatsächlich gar keinen Fernseher, weil wir ihn ja nicht angeschlossen hatten. Da habe ich irgendwann mal meinen kleinen alten Fernseher aus der Studentenzeit dann entsorgt. Wir haben dann jetzt einen Fernseher von geerbt, den haben wir dann genommen, aber er ist tatsächlich nicht angeschlossen. Also wir schauen ab und zu mal übers Internet nicht Filme, aber ansonsten vermissen wir es wirklich nicht. Wir informieren uns über das Internet und die Zeit, mal, die wir haben, mit dem kleinen wir dazu. Kind jetzt zu, ist sowieso ja. Sind andere Prioritäten ja. gesetzt und ich glaube, die Zeit für die Familie ist viel wichtiger ja. als Fernsehen zu schauen. Ja. Meine Damen und Herren, leider ist die Zeit jetzt um. Sie müssen mir versprechen, dass Sie wiederkommen. Ottos Wohnzimmer, ich glaube, wir haben noch viele Themen, die wir noch abstimmen können. Es war schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ich habe gehört, Sie sind auch ein bisschen ein Hobbykoch.
Und Sie wissen, ich habe eine Kochsendung im Opernhaus, dreimal im Jahr mit Prominenten. Und ich habe ein paar Rezepte hier für Sie mitgebracht. Und auch für Sie, Herr Becker, vielleicht, auch wenn Sie jetzt 20 Kilo abgenommen haben, Sie verraten mir nachher auch, wie genau, dass Sie es mal 10 machen. Vielleicht finden Sie auch noch was, was Sie auch in der Ernährung noch mal mitnehmen können. Sehr gerne. Dankeschön. Danke, dass Sie waren. Ich glaube, zwei Premium-Produkte für Magdeburg haben sich hier bei Otto getroffen. Danke Ihnen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns bestimmt wieder, wenn hier im Ottos Wohnzimmer interessante Gäste kommen werden. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie da waren. Toll. Sehr gerne.